Jetzt hier einfach oben schauen. Der ist nochmal wegen der Höhe. Das war jetzt auch okay, ich zeige euch jetzt, wie man einfach einen Helmholtz-Resonator baut, beziehungsweise den Kasten. Den Kasten kann man auch genauso gut für einen Absorber nutzen. Ja? Helmholtz-Resonator ist deshalb schwierig, jetzt einfach selber nachzubauen, weil ihr da jemanden braucht, der euch das berechnet. Ja? Wie das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn auf den Helmholtz-Resonatoren kommen ja hinterher Lochplatten. Und die Größe der Löcher und die Abstände der Löcher und auch die Dicke der Lochplatte, das muss halt eben berechnet sein. So, und da wir dank dieser Simulationstechnologie natürlich jetzt in der Lage sind, zu wissen, wo auf diesen Wänden verflucht nochmal diese ganzen Zonen anliegen, kann ich jetzt gezielt anfangen, dort Akustikmodule zu planen. Helmholtz-Resonatoren, Schlitzplattenresonatoren, die alle eine spezifische Stimmfrequenz haben. Ja? Und in Verbindung mit der Raumgeometrie, die ich durch das Flashmount hier beeinflusse, ja, weil der Raum ist ja danach nicht mehr rechteckig. Das ist ja letztendlich nachher eine schallharte Fläche, die den Raum vorne asymmetrisch macht. Und das sind auch keine 30 Grad, das sind tatsächlich, klingt jetzt lächerlich, aber es sind 30,2 Grad exakt, in der wir die Wand einwinkeln, weil wir so das beste Ergebnis am Abhörplatz erzielt haben in der Simulation. Der Vorteil ist, wenn wir nachher sehr viel mit Helmholtz-Resonatoren arbeiten, die natürlich alle eine schallharte Oberfläche haben, sind aus Holz, die Flächen, sind ja dann große Lochplatten. Ne? Wir sind ab von dem Thema mit vielen großen Löchern oder nur einzelne Löcher. Wir arbeiten halt wirklich mit Lochplatten, die CNC gefräst werden. Der Raum klingt halt nicht tot. Du kommst halt nicht rein, ne? so in diesen Glaswolle-Tempel. Ja. Früher, da bist du ja reingegangen und dann ist genau. Das habe ich dir ja immer gesagt, so ein Studio möchte ich bitte nicht haben. Wo man reinkommt, denkt so, da wird einem auch schwindelig drin. Also ich mag das überhaupt nicht. Wenn die nicht gestimmt sind, dann helfen die nichts, weil sie eben nicht die Frequenzen euch nicht auf den Frequenzen Druck rausnehmen, wo ihr viel Druck habt. Dafür braucht man eine Raummessung. Aber mit den Kästen kann man genauso gut ganz easy Absorber bauen. Und das zeige ich euch. Wir haben jetzt in dem Fall OSB-Holz genommen. Einfach auch eine Budgetfrage gewesen. Ganz, ganz klar, Budgetfrage. Nachteil an OSB ist natürlich, ist Geschmackssache, sieht nicht besonders schön aus. Das heißt, wenn man die Kästen hinterher sehen soll, dann sollte man vielleicht besser ein MDF nehmen oder Multiplex, je nachdem, wie viel man Budget hat oder eben Spanplatte. OSB hat noch einen Nachteil, finde ich, das Holz splittert halt immer super schnell auseinander. Ist nicht so schön zu arbeiten, aber in dem Fall ja völlig egal, weil man ja die gesamte Akustikkonstruktion später nicht sehen wird. Die kann man sich wunderbar im Baumarkt zuschneiden lassen auf das entsprechende Maß. Und was ich jetzt mache, ist, ich bohre die jetzt erstmal vor. Ich bin absolut kein Holzexperte. Hier hat sich dieses Vorbohren einfach als sehr als hilfreich erwiesen, eben weil das Holz sich so schnell aufsplittert. So, habe ich mir kurz das Maß genommen. Was man halt noch braucht, ist ein Akkuschrauber und ein Bohrer oder eben beides. Dann muss man halt immer das Werkzeug wechseln. Bohre ich kurz vor. Ich bohre mal zwei gleichzeitig vor. Da sollte man versuchen, dann so gut wie möglich die Mitte zu treffen, weil sonst das Holz so auseinanderberstet. Jetzt baue ich die Seitenteile dran. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Bassfallenfolge, da haben Torge und ich ja alles mit Winkel gemacht. Ich wusste es einfach nicht besser, es geht nämlich auch so, ohne Winkel. Und das mache ich jetzt von allen Seiten. Dann ist der Kasten zu. Und Splitter sind auch so eine Sache bei OSB. So, aus den Reststücken hat der Andi hier ganz viele diese Dreiecke gemacht. Und die kommen jetzt hier in die Ecken rein. Das ist dann einmal nochmal Stabilität, weil ja, die Kästen, wenn der so klein ist, ist er schon relativ stabil. Aber das bringt einfach nochmal Stabilität und gleichzeitig ist das auch die Aufhängung. Daran hängen wir die Kästen hinterher auf. In dem Fall haben wir ja keine Rückenplatte. Ne? Die werden ja einfach so auf die Wand gemacht und dann rundum verfügt. Wir brauchen also keine Wand.
Hier sollte man auch gucken, wenn die nach vorne stehen, ist eher suboptimal. Wenn die ein bisschen nach hinten stehen, ist nicht so schlimm, aber ich versuche sie immer so bündig wie möglich zu machen. Aber da das Holz sich beim Schrauben auch immer wieder ein bisschen verzieht, klappt das nicht immer. Und jetzt würde ich mir so geile Metal-Musik wünschen. Dann wirklich, dann kommt meine Stärke durch, ja, so richtig so. So, jetzt bin ich bei Kevin angekommen, hier in Troisdorf. Und gehen wir mal rein. Ganz gespannt. Heute dreht sich alles um die Helmholtz-Resonatoren. Dafür ist Björn zur SAW Technologie GmbH gefahren, wo er sich die Lochplatten ganz professionell CNC fräsen lässt. Vielen Dank an Kevin. Wahnsinn, was der Junge sich hier aufgebaut hat. Echt. Ja, moin! Kevin! Alles gut? Sehr gut, schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Willkommen bei der Firma SAW, mein Freund. Ja, krass, Alter. Siehst du da hinten, das ist für euch eine große Maschine. Da machen wir gerade ein bisschen was Hölzchen für euch, ne? Ja. Und sonst ist es eigentlich nur Stahlbearbeitung, was wir hier machen. Ja, ne? Man kennt dich ja sonst vielleicht in der Szene eher so als Techno-DJ, ne? Ja, das ist wohl wahr, ja. Aber ja, man hat dann immer so eine zweite Seite, sagen wir mal so. Ja, ne? Genau. Ja, irgendwo muss man ja mal Fuß fassen. Ja, ne? Nur dunkel durch die Nächte ist auch mal was anderes. Ja, ne? Genau. Unsere Büros sind ja hier, ihr hört ja schon, ein bisschen Ben Böhmer im Hintergrund. Ja, ja. Weil war kein Torwell, da war immer auch Torwell. Ja, ja. Und ich schwöre dir, echt, richtig cool. Genau. Oh, jetzt schön wir eigentlich, wir machen von hier aus starten auch alles. Hier programmiere ich auch alles. Ja. Hier siehst du auch die ganzen. Ach, da siehst du die paar Löcher da, ne? Ganz genau. Ja. Hier programmiere ich alles, sodass die Maschine nachher vollautomatisiert läuft, ne? Das sieht dann nachher so aus. Wie viele Löcher haben wir jetzt auf so einer Platte? Boah, ehrlich gesagt, ich habe noch nicht mal gezählt, weil irgendwo habe ich gedacht, boah, Junge, ist das viel. So sieht das dann nachher aus, ne? Ja. Und so bohrt er nachher die ganzen Löcher. Ah ja, krass. Ja. Wir haben jetzt einen guten Fräser gefunden. Und wie gesagt, von den Platten fehlen welche, aber da müssen wir. Ja, habe ich vier im Kofferraum. Ich habe sie beim Bauking bekommen. Ja, lass uns die mal reinholen. Maschinenbediener. Der ist an deinem Projekt gerade dran. Ja. Kannst du mal gerne reingucken, wie der gerade am Bohren ist. Wie viele Millimeter Löcher sind das jetzt? 6 Millimeter. 6 Millimeter. Das sieht so klein aus. Ja, die sehen klein aus. Ja, 6 ist halt so. Ja, ne? Mhm. Einfach in die Hose gucken, dann weißt du, was 6 ist. Und fahrt ihr hier verschiedene Schichten? Schichtbetrieb? Die Maschinen laufen automatisch, ohne Mann. Also ja, die laufen immer nonstop. Auch sonntags? Auch sonntags, klar. Ja? Das Schöne ist ja bei diesen CNC-gesteuerten Maschinen, man kann sie ja von zu Hause steuern. Naja, krass. Das ist die Zukunft heute. Kannst du gerne mal mitkommen, mein Lieber. Hier siehst du mal einmal. Können wir die Musik ausmachen? Geht das? Fertig. Wir sind ich dachte, du läufst jetzt zum Radio. Nee, hier kannst du noch mal gucken. Hier ist ein Bohrbild von euren Platten. So sieht das nämlich aus. Und hier erzeugen wir ein CNC-gesteuertes Programm und wird nachher in Computersprache umgewandelt. Ne? Und hier kannst du das auch noch mal ganz kurz simulieren lassen. Wie würde die Maschine das bohren? Waldemar, können wir das auch kurz einmal simulieren auf der Maschine? Ja, das ist jetzt genau die Maschine, die wir hier haben. Ah, krass. Kannst jetzt auch die Türen öffnen. Damit man auch so ein bisschen sieht, ob es passt. Nee, ob es Kollisionen gibt. Ah, ja. Weil wenn jetzt das Bauteil zu groß wäre, dann würde die Maschine irgendwo in den Tisch hier reinfahren und dann würde das rot anzeigen. So wie jetzt hier, guck mal, siehst du? Also Katastrophe, ja? Genau, wenn er jetzt, ja, weil er die Z-Werte jetzt zu tief ist. Aber du siehst halt, so würde er jetzt halt bohren, ne? Auf der Maschine. Zack, zack, zack. Das ist ja eigentlich dasselbe, was du gerade gesehen hast in der Simulation. Nun halt als real, ne? Wir spannen jetzt hier alles schön sauber auf. Okay, krass. 6 Platten auf einmal, ja? 6 Platten auf einmal, das ist der lange Bohrer. Der ist, wie tief kann man? 120? 130. 130 mm. Aber die werden vorher alle auch vorher anzentriert.
damit der Bohrer, weil bei der Länge kann ja sein, dass das ein bisschen flattert. Mhm. Ne? Und dann verlaufen die Bohrungen, deswegen führt er die alle 20 mm oder 30 mm. Genau. Ja, wenn du das richtig machst, ist es auch ein bisschen zeitintensiv. Ne? Du musst ja ordentlich mit umgehen mit den Sachen. Ne? Du darfst nicht zu stark drücken auf den Platten, sonst hast du immer ganz schnell eine Kitsche da drin. Ja, ja. Dann alleine die Hände tun wir uns immer wieder waschen, dass du kein Öl oder Fett oder so was drauf hast. Ne? Also bei Holz ist es nochmal was ganz anderes zu Metall. Ne? Ja, ja. Der ist halt weich, ne? Genau, es ist extrem weich und gerade MDF. Es gibt auch noch HDF, ne? Nutzt du sowas auch? Ich kenne mich da gar nicht mehr. Okay. Es gibt noch Multiplex, ne? Ja, ja. Also ich war ja früher Schreiner, Holzwurm. Deswegen weiß ich das. Ja, ja, klar. Meine erste Ausbildung war ja Schreiner. Deswegen habe ich ja ein bisschen Erfahrung mit, sag ich mal. Ja. Normalerweise hast du ja Maschinen mit Absaugung. Ja. Dann ist das nicht das Problematik, weil dann saugt er ja wirklich alles ab, kommt in ein riesen Gefäß, kannst du nachher schön sauber machen, bist fertig. Ne? Bei uns kommt ja aus dem Kopf Wasser. Ja. Für Metall. Das kannst du hier innerlich nutzen. Ne? Logischerweise. Hier hast du Löcher drin. Ja. Hier schieben wir durch Luft. Und durch die Luft fliegen die Späne alle raus. Ach geil. Weißt du? Das ist halt bei uns normalerweise mit Wasser. Ja. Und damit kannst du halt in einem durchbohren. Normalerweise musst du ja immer bohren, abheben, bohren, abheben. Mhm. Gibt's nicht mehr. Hier in einem. Brrr, durch. Geil. So wieder Zeitersparnis. Zeit und Geld, ganz genau. Ja, ja, ja. Von der Geschwindigkeit her kann man alles optimieren. Ja, man ja kann ja auch sagen, wir holen immer noch eine andere Maschine, mein Gott, das ist nicht das Problem. Ja, ja. Ja, dafür muss es sich lohnen dann. Ne? Genau, also wenn man weiß, da kommt was für die Zukunft oder was rein, dann kann man gerne über sowas reden. Ja, ja. Das ist nicht das Problem. Ja. Dann holt man halt eine Holzmaschine. Ja, ist ja, ja, ja so. Gibt's, ne? Extra. Ja, sicher. Das ist jetzt eine Maschine extra für Metall. Ja, natürlich. Die fährt durch Metall, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die rotzt alles weg. Okay. Also wenn man jetzt Kraft nur Holz macht, wird man auch eine andere Maschine kaufen. Genau. Weil man andere Vorschübe hat und andere Drehzahl, genau. Okay. Aber zu hohe Drehzahl kannst du hier auch nicht nutzen. Das verbrennt dir, das Material. Ja, okay, wird zu heiß dann, ne? Genau. Deswegen muss man da ganz genau abstimmen zwischen Drehzahl und Vorschub. Ja, ja. Muss genau abgestimmt sein. Im schlimmsten Fall bricht dann immer der Bohrer ab, ne? Aber nicht bei Holz. Nicht bei Holz? Nein. Okay. Vorher bricht dir die ganze Scheiße hier. Ja, ja, okay. Das ist so. Also bei Metall passiert das ganz schnell. Ja, okay. Also bricht dir ganz schnell die ganze... Der Bohrer oder so wie auch das Bauteil ist dann kaputt, ne? Ja. Weil er muss ja schweißen. Ja, okay. Hier kannst du ja mal sagen, ich mache hier zwei Komponenten und dann schmiere ich das wieder zu. Ja, ja, genau. Ganz. Das ist halt das Schöne beim Metall, was ab ist, ist ab, ne? Genau. Ja, dann jetzt nochmal Nachkontrolle, ne? Ob nicht beim Festschrauben vielleicht nochmal was verschoben ist. Wunderbar, ne? Das reicht. So, jetzt lädt er das Programm ein, ne? Ja. Dann siehst du jetzt gleich mal, wie so ein 3D-Taster kommt und dann vermisst er das, damit er genau weiß, wo liegt die Platte auf dieser großen Maschine. Mhm. Ah ja, das weiß das Ding ja nicht, sonst fängt das einfach an zu bohren, ne? Irgendwo in der Luft. Ja, ja. Genau. Wie lange dauert das, so ein Ding dann zu programmieren mit den Löchern? 10 Minuten. Was? Ja, ja. Du auch. Ich habe jetzt für dich gerechnet, bei mir sind es 2. Die haben ja vom Raster nicht genau gepasst zum 24er, ne? Zum 19er Rand, wie ihr gerne haben wolltet. Wir haben das dann aus der Mitte gleichmäßig verteilt auf der Platte. Ja. Und dann konstruktiv Löcher rein konstruiert. Aha. Und dann kannst du dem der Software jetzt hier einfach sagen, erkenne Bohrungen. Dann erkennt er alle Bohrungen auf einmal. Und dann kann ich sagen, diese Bohrung mit dem 6er Bohrer bohren auf diese Tiefe. Und dann beschreibt er ein NC-Programm. Muss nicht jedes Maschine, einzelne Ding setzen? Sondern... Nein, musst du nicht. Ja, ja. Nein, nein. Du musst ja überlegen, die Maschine weiß, die hat eine eigene Sprache. Aha. Und du musst, da ist jetzt gerade in Maschinensprache umgeschrieben worden. Ah, okay. Ja, und das Programm ist riesig. Wenn du das von Hand eintippen würdest, da bist du kaputt danach. Und wie gesagt, bei den Platten hier, ne, das ist ja, sind ja 24er Stiche, das ist richtig viel gewesen. Ja. Da lief eine Platte 4,5 Stunden. Ja, krass. Ja, das ist, und dann, gut, es waren natürlich 3 Stück aufeinander. Ja, ja, ja. Also umgerechnet bist du bei anderthalb Stunden, irgendwie sowas. Ne? Aha. Pro Platte. Aber trotzdem nimmt das Zeit intensiv. Es ist einfach, wenn du so schnell arbeitest, reißt du die ganze Platte ab. Ja, ja. Drückst du zu schnell mit dem Bohrer, hast du unten und platzt dir alles auf. Das macht alles keinen Sinn, also muss ordentlich sein. Ja, ja. Jetzt siehst du, jetzt wechselt er gerade ein. Zack, jetzt hat er sich seinen, das ist ein Messtaster. Jetzt fährt er auf die Position damit. Boah, ist das geil, ey. Ist ja wie so ein Roboter. Das ist ein Roboter. Und jetzt fährt er sich die Achsen an. Dann piept das gleich, wenn er den Wert getroffen hat. Jetzt fährt er rüber. Wunderbar. Jetzt hat er den einen Wert hat er festgehalten. Jetzt weiß er, okay, von dort aus hat er jetzt dann, das hast du eingegeben, plus 400 oder was hast du mit dem? Genau, plus 400. Die Platte ist 800. Mhm. Jetzt macht er NZ. Jetzt muss er wissen, was haben wir in Z. Eine Maschine hat ja immer 3 Achsen, ja. Y und Z.
eine 3-Achs. Eine 5-Achs hat X, Y, Z, A und C. Okay. Ja, jetzt hat er den Wert in Z, jetzt weiß der Bohrer, okay, auf dieser Höhe muss ich anfangen. Ah, okay, das war jetzt quasi das Einmessen, ja? Ganz genau. Jetzt wird er automatisiert zu dem Punkt. Fährt runter in Z. Wunderbar. Fährt auf Position. Fährt drüber auf X oder Y jetzt. Zack, runter. Jetzt holt er sich den Y-Wert. Die Mitte vor der Platte. Genau. Rüber auf die andere Seite jetzt, hier vorne. Und vermittelt dann durch zwei. Ja, du weißt genau, wie viel. Also die Maschine misst jetzt nochmal selber, wo die Positionen sind. Ganz des, genau. Des Werkstoffes. Genau, du musst ja vorher grob positionieren, damit er weiß, wo er überhaupt anfangen soll zu messen. Ja. Wunderbar. Jetzt holt er sich den Bohrer. Jetzt kommt der Bohrer, der kurze Bohrer. Damit zentrieren wir erstmal alles, damit er nachher genug Führung hat. Der lange Bohrer, ne? Also der, weil sonst würde er ja verlaufen. Ne? Hinten haben wir ein Magazin. Das sind, wie viele Plätze hast du? 48. 48 Plätze an Werkzeugen. Das ist der Bohrer. Fährt auf Position. Jetzt prüfen wir noch mal ganz kurz, bevor wir irgendwas starten, ob das auch passt von der Position her. Ja. Kann er noch mal prüfen gegenüber dem CRM-Programm. Guckt von oben drauf, geht auf die Position und jetzt sagt er eben den Wert. Aus Sicherheitsgründen müssen wir die Tür schließen. Ja. Jetzt fährt die Maschine an und fängt an zu bohren. Also kannst du gar nicht ohne geschlossene Tür starten wahrscheinlich, ne? Darf man nicht, nein. Ja. Nee, ist auch gar nicht möglich, nein. Kannst du mal gucken. Aber der geht jetzt noch nicht durch alle Platten durch, oder? Nee, noch nicht. Das sind jetzt nur 30 mm angebohrt. Ja. Damit der lange Bohrer eine Führung hat. Ah, okay. Verstehe. Leute, ich hab einfach den krassesten Respekt vor Kevin, was er sich hier aufgebaut hat. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Und bin auch total dankbar, dass er uns die Platten jetzt fertig gemacht hat. Zu einem absoluten Freundschaftspreis natürlich. Und Montag werden die Platten geliefert. Und dann werden die Lochplatten schon auf die dafür vorgesehenen Kästen geschraubt. Das heißt, wir sind mit unserem Innenausbau wirklich dann schon ein ganzes Stück weiter. Und ja, ich muss jetzt auch nach Köln wieder, fahre ich wieder nach Hause und mache mir ein schönes Wochenende. Und geil, Leute. Richtig, richtig geil. So, jetzt ist der Kasten quasi fertig. Der wird jetzt so an die Wand montiert. Und dann einfach komplett rundum alles mit Silikon verfugt, damit es luftdicht ist. Und ihr könntet jetzt diesen Kasten zum Beispiel mit irgendeinem Material füllen, wie zum Beispiel Steinwolle, Hanfwolle. Da gibt es unterschiedliche Dämmwerte und so. Da muss man sich einfach mal anschauen, welche Frequenzen man da in den Griff kriegen möchte, wenn es ein Absorber sein soll. Problem bei Absorbern ist, man kommt in den Raum rein, dann wirkt immer alles so ein bisschen mumpfig. Da sind Helmholtz-Resonatoren ganz gut, weil sie eben auf eine bestimmte Frequenz gestimmt sind und eure Raummoden dadurch entfernen, also stehende Wellen. Und ich hole mal eine Lochplatte. Das ist jetzt so eine Lochplatte. Der Raum wird, wie Thorsten schon sagt, einfach lebendiger, weil wir haben hier eine Reflexionsfläche. Trotzdem geht Schall rein, Helmholtz-Resonatoren und innen drin ist dann entsprechend ein Dämmstoff, aber auch nicht ganz ausgefüllt, sondern teilweise nur zur Hälfte mit einem bestimmten Abstand zur Wand. Und so sehen dann diese gesamten Flächen aus. Hier wird auch einfach wieder draufgeschraubt. Zack, 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 zack. Fertig. Deswegen beim Fräsen wichtig, den Abstand zum Rand lassen, ne? Dass man hier noch reinschrauben kann. Für die Zuschauer, die jetzt, also eine kleine Warnung muss ich aussprechen. Wir sind jetzt hier sehr freizügig mit Informationen, wie alles gebaut wird. Und ihr seht hier natürlich auch ein bisschen die Maße, wie breit ist so eine Wand. Wichtig ist, diese Räume sind ja immer als ein Ganzes geplant.
kein Raum ist gleich, weil du brauchst nur hier 10 cm von der Wand verschieben, dann verschieben sich alle Stimmfrequenzen im Raum. Und das ist ja klar, das modale Feld breitet sich dann ganz anders aus. Ich würde nicht versuchen, das jetzt einfach nur anhand der Videos nachzubauen, ja, weil das geht nach hinten los. Ich sag mal so, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt für einen Raum, das wäre allein Material und Arbeitszeit, um das zu bauen, ist ja schon extrem. Dann ist es natürlich total sinnstiftend, sich jemanden zu suchen, der das auch perfekt beherrscht, so eine Planung. Weil sonst hat man hinterher sehr viel Geld ausgegeben und trotzdem keinen guten Raum. Das stimmt. Also in dem Moment, wo man wirklich sagt, man möchte ein professionelles Tonstudio bauen und nimmt auch einen fünfstelligen Betrag in die Hand, dann braucht man einen Planer. Ja, ja, du willst man das Geld nicht aus dem Fenster schmeißen. Ein Haus baut oder ja, so, hinterher steht man da und dann... Hast du auf Sand gebaut, genau. Ja, genau. Guck mal, vor 10 Jahren haben wir schon das erste Studio zusammen gebaut. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. War auch geil. Ja, und jetzt richtig. Ja, jetzt richtig. Jetzt richtig.